Hallo. Hallo. Ist da jemand? Ja? Nein? Hier ist auch keiner. Okay, die Reihe der 5 Minuten wird etwas. Vergrößert, mit 1 addiert. Worum geht es? Das ist eine gute Frage. Die Frage aller Fragen. Und was los ist? Das ist eine noch bessere Frage. Nicht so viele Fragen. Ganz ruhig. Immer mit der Ruhe. Wir haben 5 Minuten Zeit, um zu definieren, was eigentlich. Es geht hin und her und her und hin. Und die Zeit verschwindet und die Zeit kommt wieder. Jetzt sitze ich hier irgendwo, denke, dass ich nicht denken kann, will nicht denken, bedanke mich dafür, dass ich das bin, was ich nicht bin, und sollte eigentlich den Stoppknopf finden, aber ich finde den Stoppknopf nicht. Strümpfe stopfen, ja. Die Gedanken sind frei. Fliegen wir mal ein Stück weiter. Wo ich bin? Wo bin ich? Hier. Wie immer. Ich kann gar nicht woanders sein. Ich bin immer nur hier. Ja. Sitze bequem in irgendeinem Stuhl und lass meine Hängen. Hand neben mir baumeln. Baumeln. Im Hintergrund schnarcht und quietscht mein Hund. Wie den ganzen Tag über. Alle Hunde schlafen ja 80% ihres Lebens. Das wird mir jetzt gerade erst so bewusst. Jetzt habe ich mal den einen Kanal befreit. Hatte ich den Finger vor. Also ich hatte schon gerade was aufgenommen, habe ich durch Bearbeiten habe ich es gelöscht. Und jetzt bin ich die Person, die nach der Löschung auftaucht. Also der nicht noch nicht gelöschte. Es ist immer so ein Ding für sich, die ganze Geschichte. Irgendwas aufzunehmen, irgendwas platt zu machen. Sich selbst darzustellen, obwohl man gar nicht weiß, wer man selbst ist oder was man ist, ob man überhaupt ist. Das ist die gute Geschichte. Bewegung hat es auch nicht gebracht. Und Versuch einer Darstellung hat es auch nicht gebracht. Jetzt bin ich mal etwas im Dunkeln verschwunden. Man sagt ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Das fragt sich aber noch. Was meine ich eigentlich mit munkeln? Ich bin doch kein Munkler. Vielleicht munkeln wir alle vor uns hin. Was ein deutsches Wort. Also die deutsche Sprache hat wirklich Worte, die eigentlich ganz kleiner Gedankengang. Was ist eigentlich null? Also habe ich in dem Chatraum Diskussion geführt, da haben sie mich alle fertig gemacht. Weil ich fragte, was denn plus null mal minus null ist. Du Idiot! Und jetzt habe ich rausgekriegt, null ist eigentlich nur eine Definierung, die ist über etwas, was gar nicht existieren kann und auch nicht existiert, wird da irgendwie so die Null hingesetzt als Schnittpunkt, obwohl um 12 Uhr kommt der Zug an, um 0 Uhr fährt er weiter. Es ist aber schön, dann ist er eigentlich, ist das die Ewigkeit, Null, weil ist nicht da und doch da, ist nicht definierbar. Ja, keine große Philosophie, langweilig. Ich finde die Null, wenn ich sage, Gott ist Null, dann werden ja alle ganzen Gläubigen werden mich hier wie die Tür eintreten und sagen, oh, hier kriegst du von Null, kriegt er Haut auf die Fresse. Naja, egal, ist ja völlig egal. Ich bin froh, dass ich jetzt gleich die 5 Minuten rum habe. Also diese 5-Minuten-Theorie war extrem schwierig. Ich weiß nicht, wo das Auslaufen ist. Da ist er. Wenn ich es hochlade, sage ich Tschüss und bis die Tage.